Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Raft. Mein Name ist Kubana. Wir spielen ein Let's Play. Also ich spiele ein Let's Play und ihr dürft mir dabei zusehen und euch erheitern oder auch nicht. Das überlasse ich euch. Ich muss auf jeden Fall essen und trinken und beides wäre ganz gut, wenn man es demnächst mal machen würde. Ich habe noch keinen großen Grill und ich habe auch keinen Fisch mehr. Ist ja super, fängt gut an. So, wir sind in der letzten Folge auf einer Insel gewesen und haben so das ein oder andere erledigt. Ich habe auch mir eine Axt gebaut, die ich jetzt eigentlich nicht mehr bräuchte, momentan. Ich lege sie deswegen, aber macht jetzt eigentlich auch keinen Sinn, sie irgendwo anders hinzulegen. Ich lasse sie einfach im Inventar. Jetzt müssen wir wieder Materialien sammeln für eine weitere Expedition auf eine weitere Insel. Das geht nicht anders, das lässt sich nicht vermeiden. Und natürlich nebenbei, und das ist ja immer klar, das Floß ausbauen. So, wir haben jetzt hier mal ein bisschen mehr Fläche geschaffen, was glaube ich gut tut. Und ja, das sieht doch schon echt ganz ordentlich aus. Also es muss natürlich noch größer werden. Ich brauche natürlich noch 27.000 Sammelsätze mehr, Sammelnetze mehr. Schwupp. Und da freuen wir uns auch drüber. Und ich habe mir für heute vorgenommen, okay, aber erst wenn es hell ist. Also, wenn es hell wird in dieser, solange ich jetzt hier diese Folge abdrehe, würde ich. Oh oh. Na? Mir eins der Tiere holen. Ich weiß jetzt nicht mehr, es gab mehrere. Und ich weiß jetzt auch noch nicht, welches ich mir dann hole, aber eins dieser Tiere erforschen anscheinend. Weiß ich nicht, was man dann braucht. Die brauchen bestimmt Futter und wahrscheinlich auch irgendwie was zu trinken und so. Und wahrscheinlich werden sie nicht lange überleben. Aber vielleicht kann man sie dann essen. Fuck. Ist denn eigentlich auf dem Grill noch irgendwas drauf? Was habe ich denn jetzt gemacht? Scheint nichts drauf zu sein. Was blöd ist. Moment, nee, kann man nicht essen. Ich brauche dringend was zu essen. Und zwar sehr dringend, wenn ich das so sehe. Ich brauche einen neuen Spieß und oh Gott. Wels ist prinzipiell ein toller Fisch. Auch wenn man ihn fängt hier im Raft, wenn man einen großen Grill hat. So. Habe ich aber nicht. Moment. Das war doch der Hai. Ich hoffe, der Speer reicht zur Abwehr. Boah, aber gerade so. So, und dann brauche ich dringend einen neuen Speer als allererstes. Denn der Kumpel kommt wieder, da bin ich mir sehr sicher. Und ich bräuchte auch eine neue Angel. Auch die kann ich mir bauen, das ist ja super. Mal ein bisschen die Blätter wegmachen. Auch das ist eine günstige Methode. So, also der Wels ist Fisch, ein toller Fisch, weil er gibt richtig gut Nahrung. Aber halt komplett unbrauchbar, solange du keinen großen Grill hast.
Ich sage, nee, stimmt nicht. Man kann ihn ja essen. Man kann ihn ja auch roh essen. Also ist halt so gesehen nicht ganz der Wahrheit entsprechend. Man kann ihn auch roh essen. So. Und jetzt haben wir das Problem, das ich fast vermutet hatte. Nee, ich wollte gar nichts erforschen. Ich muss den roh essen. Wollte ich eigentlich nicht, aber was bleibt mir übrig? So. Aber ich könnte jetzt mal gucken. Ich habe ja den großen Grill eigentlich erforscht, ne? Was braucht man denn dafür? Ich brauche zwei Metallbarren und ich habe nur einen noch übrig, das weiß ich ziemlich sicher. Ich brauche jede Menge Nägel und das nützt mir alles also gar nichts. Was ich aber tun könnte, wäre, brauche ich jede Menge Nägel. Wow. Da brauche ich hier den Clipper. Da habe ich keinen, ich hatte nur einen. Für was braucht man eine Schere? So, ich wollte ja ganz was anderes machen. Wieso ist da kein Wasser drin? Das ist ja wohl ganz unverschämt. Und erstmal essen wir, haben wir gesagt. Und ich glaube, erstmal holen wir uns noch sicherheitshalber einen zweiten Fisch. Den wir drauflegen, weil das Essen reicht zwar ein bisschen, aber wird jetzt auch nicht ewig halten. So, eine Planke noch drunter legen. Hier auch noch eine Planke drunter legen. Einmal trinken. So. Und jetzt habe ich gesagt, Ziel ist heute. Ich hole mir jetzt so ein Tier, ohne jetzt zu wissen, was ich dafür brauche. Ziege? Ein Lama oder ein Klicker? Ziege. Wo ist die jetzt? Ne, es ist nicht da. Ne? Ist nicht da. Okay. Eigentlich unter Essen erwarte ich sie, da ist sie aber auch nicht. Weil sie ist nicht aufgetaucht. Taucht jetzt auch hier nicht auf. Ich habe sie gelernt. Was gelernt? Klicker. Oder wie auch immer dieses Tier heißt. Wahrscheinlich muss ich noch irgendwas dafür bauen, dass die dann auch kommen. Oder vielleicht finde ich die dann auf Inseln. Wow, wird spannend. Ich habe tatsächlich keine Ahnung und ich habe wirklich ganz kurz überlegt, soll ich das irgendwie recherchieren vorher und so? Und dann dachte ich mir, nee, das ist ja eigentlich nicht der Sinn. Was habe ich denn jetzt hier eigentlich für Wasser schon wieder drin? Oh Gott. Trinken wollte ich das. Habe ich nur einen Fisch? Nee. Hä? Nee. Gut. Also, raus mit der Angelolude. Jetzt kommt der und greift an, oder? Sausack. Habe ich natürlich nicht gesagt. Also nicht, dass ihr denkt, ich würde jetzt fluchen oder so. Aber ich tue es trotzdem. Der hat mich jetzt gestört. Also, als ob der gesehen hat, ich würde jetzt gerne angeln. Und er dachte mir, ja, wenn der angelt, hat er ein Sperrchen in der Hand. Ja, da greife ich mal an. Blöder Hai.
Du hast wirklich gedacht, ich würde dann meine Angel nicht ganz kurz aus der Hand legen und dich angreifen? Du lernst es nie, Hai. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. So läuft. Einmal die Netze durchgehen. Ich weiß gar nicht, ob die eine maximale Füllung haben können. Wieso habe ich denn hier eigentlich noch nicht fertig gebaut? Oder hat es der Hai weggefuttert? Oder, naja, was weiß nicht. Ja, so, jetzt sieht es doch schon viel, 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 viel besser aus. Und eigentlich ist die Frage, soll ich mich mal schon auf den nächsten, da brauche ich Steine, ach, da habe ich ja noch Steine, auf den nächsten Inselurlaub vorbereiten. Nee, das war der Haiköder, ich brauche doch erstmal. Hä? Finde ich jetzt den Anker nicht mehr? Bin ich. Ach, da ist er doch. Ach, ich habe ja jetzt auch den Anker, ne? Da bräuchte ich aber auch jede Menge Metallbahnen. Okay, das kann ich mir noch nicht wirklich leisten. Und Fass. Und noch ein Fass. Oh, das kommt so direkt. Fupp. So, das sieht doch schon sehr, sehr gut aus. So, jetzt gucke ich mir mal ganz kurz an die große Anbaufläche. Ach, ich brauche so viele Nägel, ne? Das reicht. Habe ich nicht? Ich hatte doch noch. Hatte ich nicht noch Nägel irgendwo? Das reicht trotzdem nicht. Aber ich habe noch Eisen. Und ein Scharnier hatte ich doch vorhin mal, ne? Aber ich hatte nur eins. So, jetzt habe ich wieder eins. Warum auch immer. Ja, das war jetzt clever. Ich wollte eigentlich die große Anbaufläche herstellen. Und sie da auch platzieren, wenn ich dann die richtigen. Sag mal. Da ist es. Oh fuck, ist die riesig? Ja, es ist ja groß, ne? Heißt ja auch groß, ne? Also, ich meine. Es heißt ja auch groß, ne? Und ich würde sagen, dann packen wir hier mal, zack, einmal Coconut rein. Und dann brauchen wir Wasser. Schwupp, den kriegen wir noch. Wenn wir richtig geworfen hätten, hätten wir ihn wahrscheinlich auch gekriegt. So, und da wächst sie, die kleine Pflanze. Cool. Sehr, sehr cool. Ich bin mir nicht sicher, bei der Ananas reicht da eine kleine Anbaufläche eigentlich, wenn ich die Ananas als Pflanze so mir vorstelle, müsste das eigentlich reichen, ne? Aber das ist ja, ja, Kokosnussplantage sozusagen. Also Plantage will ich es jetzt vielleicht noch nicht nennen direkt. Also ich sag mal, Anbaufläche 1. So, wir gehen mal noch einen Fisch fangen.
Und den Hai abwehren. Also, er kommt immer, wenn ich angle, ne? Das ist schon. Ach so. Ja, natürlich kommt er, wenn ich angle, klar. Der sagt sich, ey, du isst mir mein Futter weg. Aber der kommt auch, wenn ich nicht angle, also. Naja. So, jetzt muss ich aber wirklich noch ein bisschen angeln. Die Insel nehme ich nicht mit. Manchmal beißen sie aber auch nicht, ne? Die ist mir zu klein. Also, das lohnt nicht. Nein! Was habe ich denn jetzt weggeschmissen? Was war denn das? Hä? Wieso schmeiße ich wohl Kartoffeln weg? Ach, Inventar ist voll. Ja, gut, da hätte man von alleine drauf kommen können. Da hätte man von alleine drauf kommen können. Inventar ist voll. So, die Makrele hat reingepasst. Zap, essen. Inventar voll. Meine Güte, das ist ja ein Wahnsinn. Machen wir hier mal einen Stack von dem weg und einen Stack von dem weg. Ist immer noch voll. Irre. Ja, nützt nichts. Ich brauche einen neuen. Eine neue Kiste, ne? So, was brauchte man denn für die Aufbewahrungskiste? Was brauchte man denn für die hier? Schrott? Hatte ich Schrott jetzt gerade in die Kiste gemacht? Ja. Ach, ein Scharnier. Okay, da haben wir es. Da haben wir den Haken. Hier brauchen wir auch Schrott. Aber das ist okay. Die stellen wir gerne her. Denn ohne geht auf Dauer nicht. Ich komme ja sonst echt nicht zu Rande hier mit dem ganzen Zeug. Und zack, schon wieder voll, ne? Hast noch nicht viel weggeräumt, aber schon wieder voll. Das ist der Vorteil der... Schupp. Der Sammelnetze. Ich kann es immer wieder nur sagen. Der Fisch fertig. Ja, dann sollten wir einen neuen drauflegen. Und den hier könnten wir doch eigentlich dann auch direkt noch essen, ne? Hier hätten wir Schrott, hatte ich. Aber Schrott hatte ich jetzt doch noch woanders. Ja. Da ist er. So war... Der Plan war eigentlich, dass wir die übereinander stacken. Mache ich das jetzt mal da rein, weil hier habe ich nämlich nur einen rohen Fisch, den ich dann tatsächlich demnächst noch verarbeiten würde. Und trinken könnte man auch noch was. So. Ja, das läuft doch. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.